Jetzt heiße ich euch erstmal wieder recht herzlich willkommen. Wir haben ja heute Samstag, den 23. Juli. Erfrischende 16 Grad. Also richtig, richtig frisch, wie man hier sieht. Und ich habe hier gerade mal die neueste Bild-Zeitung, hat meine Mutter mitgenommen, mal durchgeguckt. Und dann habe ich unseren Olaf Scholz gesehen, der ja extra mit dem Hubschrauber eingeflogen wurde aus dem Urlaub, damit er so eine vollmundige Rede halten kann. You'll never walk alone. Also er lässt keinen im Stich. Und das habe ich mir mal so ganz kurz mal überflogen und durchgeguckt, was er so alles hier so machen will, vom Bürgergeld bis Uniper und alles. Also Wahnsinn, was da auf die Bevölkerung drauf zukommt. Und noch schlimmer finde ich ja, wie dieser Mann lügen kann. Also das ist schon wirklich erschreckend. Bis jetzt hatte ich mich mit ihm noch nicht so weiter beschäftigt, weil ich mit den Grünen genug zu tun habe. Aber nun will ich auch mal was zu Olaf Scholz sagen. Und zwar ist auch zu dem sogenannten Gasproblem oder Nord Stream 2. Wo Olaf Scholz ja abgestritten hat, dass ihn das nichts angehe. Das ist ja also für eine privatrechtliche Angelegenheit. Also da hat Olaf Scholz aber damals ganz gewaltig gelogen. Und zwar ist ein dreiseitiges Schriftstück aufgetaucht über die deutsche Umwelthilfe, die ist ihm zugespielt worden. Und da hat Olaf Scholz am 7. August 2020 wollte er einen Geheimdeal machen mit Donald Trump. Da war er noch Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Und da hat er mit den USA, hat er dem Trump 1 Milliarde deutsches Steuergeld versprochen für dreckiges Fracking-Gas, wenn er die Sanktionen für Nord Stream 2 aufheben bzw. durchwinken würde. Das, wie gesagt, belegt eindeutig jetzt ein geheim gehaltenes Dokument. Es zeigt damit eindeutig, dass die politische Führung praktisch Steuergelder verwenden wollte, um hier irgendwas in andere Bahnen zu leiten. Und da haben sich die Amerikaner oder Trump, und die haben sich aber darauf nicht eingelassen. Und Olaf Scholz hat das im Endeffekt am Bundestag vorbei, also ohne dass seine Komparsen da im Bundestag das damals wussten, gemacht und geschrieben. Und das Dokument ist jetzt vor einiger Zeit aufgetaucht. Also da ist es eindeutig, dass Olaf Scholz im Endeffekt auch die deutsche Bevölkerung wieder belogen hat. Als er sagte, ich habe damit nichts zu tun. Und deswegen hat er sich ja auch so zurückgehalten, als diese Auseinandersetzung mit Russland und der Ukraine begann und das um die Nord Stream 2 ging. Denn man kann ja ganz eindeutig sehen, wir haben ja zwei verschiedene Interessensmächte, die hier arbeiten. Das ist einmal sind das die erneuerbaren Energien und andererseits ist es die Gaslobby von der SPD. Die SPD ist ja mehr oder weniger mit 130 Institutionen vertreten, also als Lobbyverband, die auf Gas pochen oder über Gas ihre Geschäfte machen. Und das ist der SPD-Flügel. Und die SPD, sind ja auch nicht so dämlich. Die wissen genau, wir brauchen günstiges Gas, damit unsere Wirtschaft gut laufen kann. Und deswegen hat Olaf Scholz sich natürlich auch im Endeffekt erstmal zurückgehalten, um vielleicht auch mal abzuwarten, was da zu Anfang von diesem Krieg passieren wird. Aber da sind eben die Grünen natürlich nachher ganz schnell reingesprungen, als sie nach schwere Waffen und das gefordert haben, alles. Dann ist er natürlich in Schwierigkeiten gekommen und dann merkt er natürlich, Robert Habeck rennt ihm völlig den Rang ab und dann musste er ja auch irgendwas machen und dann ist er jetzt auch auf die Schiene raufgesprungen. Denn das ist auch merkwürdig, dass Schwesing von Mecklenburg, die Ministerpräsidentin, praktisch Nord Stream 2 unbedingt haben wollten mit allen möglichen Tricks. Grünen sind ja absolute Russenhasser, die wollten das ja nicht haben, weil die wollen ja praktisch Deutschland vom Gas wegbringen. Zwar es nicht sofort, aber jetzt sind sie natürlich böse in die Bredouille reingekommen, wenn das Gas immer weniger fließt. Und nun weiß Habeck natürlich auch nicht mehr ein noch aus, was passieren soll. Aber auf alle Fälle hat Olaf Scholz damals, also im Frühjahr, die Bevölkerung eindeutig belogen. Es ist eindeutig erwiesen, dieses Schreiben ist auch von ihm unterschrieben, kann man auch nachgucken in der deutschen Umwelthilfe, dass er Fracking-Gas praktisch von den USA abnehmen wollte. Also, und diese anderen Lügereien, was er jetzt noch alles macht und was er jetzt vorhat, ich meine, da braucht man gar nicht drüber reden, was er jetzt den Leuten vollmündig verspricht hier mit You never walk alone. Also, da kann man eigentlich gar nichts zu sagen. Man ist eigentlich als Bürger langsam fassungslos, was hier abgeht. Entweder sind die so dämlich oder so kriminelle inzwischen oder so verschachtelt, dass die da gar nicht mehr rauskommen. Also man kann das als Bürger überhaupt nicht mehr fassen, von was für Leuten wir hier vertreten werden. Und das Ganze hier,
was hier jetzt ablaufen wird, das wird ein ganz gewaltiges Ende nehmen, wenn man sich das nämlich durchliest, wo sie das Geld über verteilen wollen oder wen sie unterstützen wollen. Und wenn du hier erstmal Geld beantragen sollst, weil die Heizkosten nicht mehr bezahlen kannst, dann bist du aber schon ganz unten am Ende angekommen. Und dann sieht das sowieso schon ganz schön schlecht aus. Und das wird kommen. Und wie er sagt hier, das wird die Haushalte mit 200 bis 300 € im Jahr belasten. Das wird niemals lang. Das ist völliger Blödsinn.